Hi Leute, heute geht es mal um das Thema Ängste, Schüchternheit, Phobien und einfach diese ganzen Ängste wirklich, die man hat. Und bei mir war es zum Beispiel so, ich war früher total schüchtern einfach. Ich habe mich in der Schule nichts getraut, ich habe mich nicht getraut, mich zu melden in der Schule. Ich hatte Angst, Leute nach der Uhrzeit zu fragen. Und lauter so doofe Sachen. Ich habe mich einfach nichts getraut, mit irgendjemandem mal zu reden und mal zu sagen, was meine Meinung dazu ist und so weiter. Und ja, wie jeder halt so seine Ängste und Ding hat, und ich habe auch immer noch ein paar Ängste, aber die gehen immer mehr weg einfach. Ich hatte zum Beispiel auch total Angst davor, so das erste YouTube-Video hochzuladen und sowas. Sowas ist mir unglaublich schwer gefallen. Und aber wenn man es nicht macht, kleine Schritte, dann sagt man halt mal, was weiß ich, dann lade ich ein Video erstmal hoch und zeig's ein paar Freunden, oder ich lade es einfach mal hoch und zeig's keinem oder so, das nächste zeige ich dann mal jemanden und dann irgendwann stelle ich es mal öffentlich oder so. Einfach kleine Schritte machen dann. Nicht gleich hier das als Ziel dann setzen, sondern Zwischenziele schaffen, kleine Schritt für Schritt, und dann irgendwann ist sie komplett weg, die Angst. Und das ist, denke ich, noch ein ganz guter und wichtiger Tipp einfach. Ich denke, das Ganze ist halt eben ein Weg. Und wenn man sich jeden Tag aus seiner Komfortzone rausbegibt und wirklich mal die Dinge angeht, seine Ängste akzeptiert und dann schaut, was dahinter steckt und die dann eben annimmt und bearbeitet und da einfach durchgeht, dann werden die sich immer mehr auflösen. Die Ernährung und die Psyche spielt dabei auch eine Rolle. Die Ernährung verursacht auch Ängste. Wenn du Angst isst, wenn du Fleisch isst, da steckt so viel Aggression und Angst dahinter. Und das beeinflusst einen auch alles und die Psyche. Genauso wie schlechte Musik, Negativität im Übermaß einfach die Psyche beeinflusst und dadurch auch immer wieder Ängste geschürt werden. Und ich denke, wenn man einfach dahin kommen will, dass die Ängste immer mehr weggehen und dass man einfach immer mehr in den Gegenpol von Angst in die Liebe kommt, einfach alles annehmen zu können und zu akzeptieren. Und wenn man ein gewisses Selbstvertrauen entwickelt und eine Selbstliebe, dann Angst verschwindet dann einfach. Ja. Und als erster Punkt ist, denke ich, ganz wichtig einfach, die Ängste erstmal anzunehmen, die man hat. Erstmal zu akzeptieren und zu sehen, hey, ja, da habe ich überhaupt Angst. So, ich habe Angst davor, irgendwie, was weiß ich, Frauen anzusprechen. Ich habe Angst davor, mal meine Meinung zu sagen. Ich habe Angst vor Kritik. Oder vor was hat man eigentlich Angst? Was dahinter steckt, was da wirklich dahinter steckt, das ist der zweite Punkt, denke ich, was man immer nachschauen sollte. Was steckt wirklich dahinter so? Wovor habe ich denn eigentlich Angst? Was weiß ich, wenn ich Angst davor habe, auf der Bühne zu stehen? Habe ich Angst davor, ausgelacht zu werden? Habe ich Angst davor, was ist das für ein Gefühl, auch in dieses Gefühl reinzugehen? Vor welchem Gefühl habe ich Angst? Sich das erstmal bewusst zu machen. Die wenigsten können das nicht mal erkennen. Und sobald man die Angst mal wirklich annimmt und akzeptiert und erkennt, was dahinter steckt, das reicht meistens schon aus, damit sie dann wieder, damit sie weggeht. Und ja, zum Beispiel, was weiß ich, wenn ich Angst davor habe, irgendwie in der Öffentlichkeit zu reden, was steckt dahinter so? Habe ich Angst davor, verurteilt zu werden, dass die anderen ein schlechtes Bild von mir haben? Und warum? Warum macht mir das was aus, dass die anderen ein schlechtes Bild von mir haben? Es ist doch immer nur deren Ansicht über mich. Sie kennen mich nicht, sie verurteilen mich einfach, obwohl sie mich nicht kennen, nicht mein Leben leben, nicht in meiner Situation gerade sind.
Wenn du wirklich eine Selbstliebe entwickelst und ein Selbstwertgefühl wieder, ein natürliches, ein gesundes, dann erkennst du auch, dass es völliger Quatsch ist. Wieso nimmst du die Meinung von jemand anderem, der dich gerade vielleicht 5 Minuten kennt, wichtiger als deine eigene Meinung? Du hast dir doch vorher Gedanken gemacht zu einem Thema oder was auch immer, wenn du darüber in der Öffentlichkeit sprichst. Und dann kommt irgend so ein dahergelaufener Depp her und sagt, weiß gar nicht, um was es geht, hat sich 5 Minuten in seinem Leben mit dem Thema beschäftigt und kritisiert es einfach nur rum. Dann lass ihn doch, ist sein Problem. Es ist nicht dein Problem. Einfach das annehmen, wie es ist, so. Und ja, ich denke, mir hat einfach immer weiter geholfen, wirklich jeden Tag immer wieder aus der Komfortzone rauszugehen. Sich irgendwie, was weiß ich, eine Challenge zu setzen oder halt einfach das Ziel zu setzen, jeden Tag, was weiß ich, irgendjemanden anzusprechen, jemand Fremden oder so. Einfach nur jemanden nach der Uhrzeit zu fragen, völlig wurscht. Das als Herausforderung sehen und nicht immer als Problem. So viele laufen dann immer vor ihren Ängsten davon und nur diese Konfrontation, und wenn du da durchgehst und es annimmst, dann geht es irgendwann von alleine weg. Und irgendwann ist alles gut. Und genauso, die Ängste gingen bei mir auch immer mehr weg, umso mehr ich meine Ernährung geändert habe, umso gesünder ich gegessen habe. Die Ängste verschwinden einfach. Walter Schaube zum Beispiel schreibt, der hat ein Buch geschrieben, Kerngesund ohne Umwege heißt es. Und Paradieskost nennt er es. Er ernährt sich nur von Paradiesfrüchten praktisch. Darunter versteht er alte Apfelsorten, nenne ich Apfelsorten, alte Beerenfrüchte, halt noch natürliche, nicht hochgezüchtete Sorten. Er isst nur einmal am Tag irgendwie 500 Gramm Wilderdbeeren oder Brombeeren, Stachelbeeren, Heidelbeeren, irgendwie sowas, halt Beerenfrüchte, kleine, ungezüchtete, aus der Natur, Wildfrüchte. Und er sagt auch, die Ängste gehen einfach weg. Und seine Kinder haben keine Angst mehr. Die haben einfach einen gesunden Instinkt, ein gesundes Gefühl dafür, für die Situation. Und die Angst ist einfach weg. Du hast einfach ein ganz normales, natürliches, gesundes Selbstvertrauen und vor nichts mehr Angst. Du kannst dich trotzdem gut einschätzen dann. Und man muss sich mal überlegen, was macht Angst überhaupt? Angst, Phobien, Schüchternheit, das schränkt dich immer ein, das blockiert dich. Das macht starr, das lähmt dich. Es macht dich nicht reaktionsfreudig. Es lähmt dich und es bringt dich in Gefahr. Es ist, denke ich, ein Trugschluss zu meinen, Angst ist irgendwie ein natürlicher Instinkt. So eine Angst, die wir empfinden, die hat nichts mit natürlich zu tun, die lähmt einfach nur. Da kommt irgendwo eine Gefahr und man ist gelähmt. Ich habe sonst so leichte Höhenangst gehabt, so Höhenschwindel. Und dann stehe ich einfach da oben irgendwo oder so und dann lähmt es einfach. Die Handlung könnte ich auf dem normalen Boden mit links ausführen. Es lähmt einfach nur, diese Angst macht starr und bringt dich in Gefahr. Weil man die Sinn nicht annimmt, wenn man die wieder annimmt, das lernt und schaut, was dahinter steckt. Und dann löst sie sich auf. Aber man muss eben jeden Tag kleine Schritte machen, sich immer mal wieder damit konfrontieren und sie annehmen, nicht verurteilen. Dieses verurteilende Denken schadet wirklich sehr viel, meiner Meinung nach, und bringt einen keinen Schritt weiter. Man sollte die Dinge anschauen, akzeptieren, wie sie sind und dabei nichts verurteilen. Kinder verurteilen auch nichts. Die sehen einfach nur, aha, Atomkraftwerk steht da, schaut schön aus, so, da ist nichts Verurteiltes dran. Die beobachten einfach nur die Welt. Und ja, man muss einfach mal akzeptieren, wie die Dinge sind. Und dann kann man sie auch ändern und dann kann man schauen, was dahinter steckt. Dann kann man sie annehmen, verarbeiten und dann verschwinden sie normalerweise. Ja. Und wo Liebe ist, kann keine Angst sein. Angst ist das Gegenteil von Liebe. Für die Leute, die es nicht wissen. Also einfach aus der Komfortzone rausgehen, jeden Tag seine Ängste annehmen,
Schauen, was dahinter steckt. Fragt euch wirklich, was dahinter steckt. So, warum schätzt ihr die Meinung von einem Wildfremden mehr als eure eigene Meinung? Und warum könnt ihr nicht dazu stehen, so zu dem, was ihr macht? Mir ist es egal, was ein anderer macht. Ich mache mein Ding. Und ja, er kann sich da rausziehen. Wenn ihm was gefällt, was ich erzähle, dann kann er da was mitnehmen, dann freut mich das. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Ich mache das, keine Ahnung, da hängt keine Verurteilung dahinter. Ich mache einfach die Dinge, die ich machen möchte, weil ich sie machen möchte und nicht, weil mir ein anderer das erzählt. Und ja, Ängste annehmen und da durchgehen und ja, die werden verschwinden. Macht euch nicht immer so viel Sorgen. Macht's gut, Leute. Ciao.